Hey, cool, dass du hier bist. Ich bin echt aufgeregt, weil ich massiv großartige Neuigkeiten zu verkünden habe. Ich habe dir ja im letzten Video gezeigt, was für abgefahrene Dinge passieren können, wenn du aus dem Haus gehst und Frauen ansprichst und wie schnell du so manches Abenteuer erleben kannst und auch angedeutet, was sonst noch so alles Cooles und Aufregendes auf regelmäßiger Basis passieren kann. Aber hey, jetzt mal ehrlich, es ist ja eigentlich völlig egal, was bei mir alles läuft. Ich zeige dir das auch nur aus einem einzigen Grund, weil es einfach zeigt, was möglich ist und weil ich will, dass du, wenn du das ebenfalls möchtest, halt einfach diesen Lifestyle haben kannst, den du willst. Oh, by the way, falls du es einfach nur nicht mehr erwarten kannst, bei meinem neuen kostenlosen Projekt dabei zu sein, mit dem ich gedenke, dir genau diesen Lifestyle zu verschaffen, also mit genau den Ladies in der Kiste zu landen, die du wirklich willst, oder mit dieser einen Lady, falls das dein Wunsch ist, dann musst du einfach nur hier oben auf dieses i klicken und dann der Gruppe beitreten, bei der du dann landest und dann kannst du direkt dabei sein, weil ich bin auch immer so, ich kann einfach nicht erwarten, wann es losgeht. Ich will immer, dass die Post sofort abgeht und muss gar nicht immer alle Details hören, aber wenn du wissen willst, warum ich so davon überzeugt bin, dass du demnächst einfach genau die Erfolge bei Mädels haben wirst oder bei dem Mädel, was du wirklich möchtest, dann kommt jetzt hier die Erklärung. Ich hatte ja unter dem letzten Video etwas gefragt und ich werde dir gleich verraten, was es damit auf sich hat. Die Frage ist nämlich nicht ganz unwichtig. Was hat dich dazu bewegt, dich mit dem Thema Flirten und Verführung zu beschäftigen? Vielleicht erkennst du dich auch in einer der Antworten der anderen wieder und falls du dich das noch nicht gefragt hast, dann ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um das zu tun. In vielen Kommentaren waren Dinge rauszulesen wie: Ich lande dauernd in der Friendzone, ich bin immer nur der Nice Guy oder ich will eine Freundin, ich will genau die Freiheit, bei genau den Mädels zu landen, die mir wirklich gefallen. Und eine ganze Menge Jungs haben geschrieben, dass sie einfach nur Spaß haben und Dinge erleben wollen und es waren auch einige dabei, die gesagt haben, ich habe einfach gerade eine mega harte Trennung hinter mir und es hat mich voll gebeutelt und ich will einfach nur wieder durchstarten. Und ich habe diese Frage aus einem ganz bestimmten Grund gestellt und zwar, weil mir wichtig war, dass du dich darauf besinnst, was war eigentlich meine persönliche Motivation, mich mit diesem Thema zu befassen? Einfach damit dieser Funke tief in dir drin wieder aufflammt und du wieder ganz deutlich die Motivation spürst, warum es dir wichtig ist, an dir selber zu arbeiten und deine Ziele anzugehen. Weil wir wissen alle, wenn wir nichts tun, wenn wir nur darüber nachdenken, dann passiert auch nichts und dann wird sich auch niemals etwas ändern und dann werden wir unsere Ziele auch niemals erreichen. Und ich bin hier die letzten Wochen auf und ab gegangen und ich habe nachgedacht, ich habe gelesen, ich habe vieles aufgeschrieben, festgehalten, ausgewertet und ich habe mir durchgehend die Frage gestellt, wie kann ich dafür sorgen, dass du deine Ziele dieses Jahr noch erreichst? Und ich habe eine Antwort gefunden, die mir sehr gut gefällt und ich habe mir Folgendes in den Kopf gesetzt. Und zwar will ich, dass wenn du einer von den Männern bist, die geschrieben haben, oh, ich habe so die Schnauze voll von der Friendzone, dass du wirklich von den Frauen, auf die du stehst, auf die du wirklich stehst, endlich mal als richtiger Mann wahrgenommen wirst und nicht nur als netter Kumpel, mit dem man nett reden kann oder als Kummerkasten, wenn sie dann wieder mit irgendeinem Dummkopf mitgeht, der nicht halb so cool ist und nicht halb so viel drauf hat wie du. Und falls du halt einer von den Männern bist, die geschrieben haben, so, ey, ich hab's einfach nur satt, abends alleine einzupennen, ich will morgens nicht einsam aufwachen, es deprimiert mich, ich will einfach nur eine Freundin, ich habe einfach keinen Bock mehr, allein zu sein, dann will ich, dass du in der Lage bist, einfach genau so ein cooles Mädel kennenzulernen, was wirklich cool zu dir passt, mit der du schöne Momente erleben kannst, mit der du jetzt im Winter auf den Weihnachtsmarkt gehen kannst und wo du jetzt, wo es so schweinemäßig arschkalt ist, einfach einen warmen Hintern hast, an den du dich dran kuscheln kannst und sagen kannst, geilo, genau so habe ich mir das gewünscht. Und wenn du einer von den Männern bist, die geschrieben haben, so, boah, ich habe gerade eine harte Trennung hinter mir, mich hat es gerade voll zerlegt, ey. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, das ist richtig scheiße, da ist einfach das Selbstwertgefühl mega im Keller, man hat das Gefühl, das Herz ist einfach rausgerissen und auf den Boden geknallt und es geht ihm einfach schlecht. Und dann ist es einfach wirklich wichtig, dass du deine Ausstrahlung wieder zurückbekommst, dass du dein Lebensgefühl wieder zurückbekommst, dass du nicht dahin vegetierst, sondern wieder auf die Beine kommst. Und dann will ich für dich einfach, dass du wieder dieses gute Gefühl bekommst, dass du wieder in der Lage bist, auf Mädels zuzugehen, dass dich Mädels wieder interessieren und dass du entweder dann dadurch, dass du das wieder zurück in dein Leben holst, dass du dir die eigene Kontrolle wieder beschaffst, dass du wieder attraktiv wirst für deine Ex-Freundin, so dass sie vielleicht zu dir zurückkommen will oder dass du zumindest einfach neue Mädels kennenlernst und einfach nochmal neu durchstarten kannst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als nach sowas auf dem Boden zu bleiben und das ist wirklich die beste Gelegenheit dafür, jetzt nochmal neu durchzustarten. Hey, und genauso, falls es einfach dein Wunsch ist, dass du sagst, hey, ich will einfach nur jede Menge coole Stories erleben, ich habe einfach nur Bock, richtig viele Mädels kennenzulernen und einfach crazy, crazy Geschichten zu schreiben, die einfach, an die ich mich ewig erinnern werde, die einfach Spaß machen, dann will ich, dass du das ebenfalls kannst, ja? Dass du einfach weißt, wie kann ich auf die Mädels zugehen, ganz locker und entspannt und wie kann ich so eine Stimmung erzeugen, die einfach, dass es wirklich Spaß macht und wie mache ich der Lady einfach auch klar, dass ich einfach auf der Suche nach Spaß bin, dass ich einfach nur ein Abenteuer möchte, ohne dass ich irgendeinen Scheiß erzählen muss und das Ganze halt auch wirklich auf eine ehrliche, authentische und eine coole Art und Weise, ohne Bullshit zu erzählen, ohne rumzulügen, ohne zu manipulieren und ohne blöde Tricks. Und zwar genau so, wie ich es persönlich auch einfach für richtig halte. Und genau das habe ich mir einfach für dich und die anderen in den Kopf gesetzt. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, ich bin ein verdammt sturer Hund und wenn ich mir mal was vorgenommen habe, dann klappt das auch. Aber jetzt mal Real Talk. Wir wissen beide,
dass das nicht einfach so klappt. Ja, damit das nicht einfach nur ein paar nette Worte sind und sich nett und schön anhört, was ich hier jetzt gerade alles erzählt habe, sondern auch wirklich Realität wird, müssen wir konkret etwas tun. Und zwar, damit wir das schaffen, dass du auch genau diese Dinge in deinem Leben haben wirst, brauchen wir ganz klar einen Plan. Und genau den habe ich ausgeheckt. Ich habe den Plan, dich bis zum 01.01.2018, also bis Ende des Jahres, zum absoluten Ladiesman zu machen, dich vollkommen frei und unabhängig zu machen, sodass du dir selber aussuchen kannst, wo, wann und mit welcher Frau du in einer Affäre oder einer Beziehung landest, sodass du einfach genau das Sex- und Liebesleben haben wirst, das du dir selbst wünschst. Und damit das auch passiert, würde ich gerne, falls das für dich okay ist, dir einfach massiv Motivation zuschieben, sodass deine Beine dich schon quasi von alleine aus dem Haus raustragen und du einfach riesen Spaß daran hast, Frauen anzusprechen und kennenzulernen und das einfach zu deiner zweiten Natur gehört, einfach mit Frauen, die dir gefallen, zu flirten und das es einfach wirklich Fun macht. Zudem habe ich vor, dir die richtigen Schritte zu zeigen, mit denen du dich einfach immer wieder so total easy und mit Leichtigkeit überwinden kannst und Frauen einfach auch in jeder Situation souverän ansprechen kannst. Und wenn ich darf, dann würde ich dir auch gerne einfach zeigen, wie du die wichtigsten Fehler vermeidest, wegen denen die meisten Männer einfach keinen so richtigen Erfolg in ihren Flirts haben. Aber vor allem würde ich dir einfach gerne eine coole Herangehensweise mit in die Hand geben, die wirklich gut funktioniert und auch eine Perspektive mitgeben, so was viele Frauen gesagt haben, wie sie wirklich angesprochen werden wollen. Und da waren wirklich ein paar mega interessante Punkte dabei. Also da habe ich echt geiles Material gesammelt, was ich dir sehr gerne zeigen würde. Und ich würde dich einfach auch gerne in die Lage versetzen, dass Flirten wirklich Spaß macht, dass du einfach zu den Frauen hingehst und Freude dran hast, sodass das wie bei mir ist, wenn ich eine Frau anspreche und egal was dabei passiert, ich habe einfach immer Fun dran, dass es wirklich Freude macht. Und das ist einfach auch was ich dir gerne beibringen würde. Also das heißt nur, wenn du es persönlich auch als hilfreich empfindest. Aber vor allem auch will ich dir so ein paar Beispiele geben von Männern wirklich so aus jeder Altersklasse von 18 bis 50 und aus jeder Herkunft, also wirklich Deutschland, Türkei, Schweiz, Österreich, völlig scheißegal, die wirklich erzählt haben, wie sie es persönlich geschafft haben, dass sie genau bei den Mädels in Affären gelandet sind oder in der Beziehung gelandet sind mit einem bestimmten Mädel, was sie wirklich haben wollten und das auf eine Art und Weise, wo sie halt die Mädels so angesprochen haben, so wie ich das halt auch mache und so wie ich das auch eben gerne dir beibringen würde in diesem Bootcamp, wenn du das möchtest. Ja, und wenn das klingt wie etwas, was wir machen sollten, dann musst du jetzt in diesem Moment nur genau zwei Dinge tun und zwar erstens musst du an meinem gratis 7-Tage Online-Flirt-Bootcamp teilnehmen, was nicht nur ein Zungenbrecher ist, sondern was du hier oben auf diesem i findest. Da musst du einfach nur draufklicken und dann landest du bei einer Facebook-Gruppe und der musst du einfach nur eine Beitrittsanfrage erteilen. Und zweitens, wenn du das hier gemacht hast, dann musst du einfach nur unter diesem Video, ist irgendwo hier so ein Link, musst du mir da bitte einfach deine zwei persönlich wichtigsten Fragen mitteilen, damit wir die dann im Bootcamp auch wirklich durchgehen können und ich dir wirklich perfekt behilflich sein kann auf dem Weg zu deinen Zielen, sodass du im Nachhinein einfach sagst, so yeah, geil, genau so soll es sein. Ja, und das ist, was ich mir für dich wünsche und ich habe auch wirklich eine Menge Dinge in diesem Bootcamp für dich vorbereitet und ich bin auch schon echt voll gespannt auf deine Reaktion, wenn du diese ganzen Sachen hörst und siehst, was da abgeht. Und auf diese Transformation, auf diese Veränderung, die wir da gemeinsam einleiten können, da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Nur eine Sache wollte ich unbedingt noch sagen, weil sie super oft gefragt wurde, weil wir mega viele Beitrittsanfragen für die Gruppe schon bekommen haben. Und zwar haben mich super viele Leute angeschrieben per Mail und gesagt, Matteo, ich habe der Gruppe eine Beitrittsanfrage gestellt, aber ich bin noch nicht drin, habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, keine Sorge, alles ist gut. Nämlich, es wird so ablaufen, dass wir alle gleichzeitig reinholen, sobald es losgeht und die Gruppe dann sofort auf geheim stellen. Weil auf diese Art und Weise kann niemand jemals überhaupt sehen, dass du dabei getreten bist, weil wir einfach wissen, dass es mega vielen Leuten super wichtig ist, einfach, dass ihre Privatsphäre perfekt gewahrt wird und keiner mitbekommt, mit was sie sich so beschäftigen. Und das hat auch nur ganz einen einzigen simplen Haken und zwar, du musst unbedingt jetzt beitreten, wenn du dabei sein willst, also jetzt eine Beitrittsanfrage stellen, jetzt hier draufklicken, weil sobald diese Gruppe geheim ist und es geht jetzt demnächst los, kann man diese Gruppe nicht mehr sehen. Man kann die Teilnehmer nicht mehr sehen, man kann die Gruppe nicht mehr sehen, man kann auch nicht mehr beitreten. Und wir halten das Ganze halt nur ein einziges Mal ab, weil ich habe jetzt halt gerade Zeit dafür, ich habe jetzt gerade Bock dazu, ich habe jetzt gerade Lust dazu. Und wir können es einfach nur jetzt einmal machen. Das heißt, wenn du das willst, hier klicken, direkt dabei sein und dann kannst du es auch auf gar keinen Fall verpassen. Nur halt nicht zu lange warten, weil wenn du dann draufklickst und du siehst keine Gruppe mehr, dann weißt du, es ist zu spät. Okay, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, es wird mega episch, das wird in den nächsten Tagen starten. Den genauen Zeitpunkt gebe ich noch vorher bekannt. Keine Sorge, wenn du hier geklickt hast und dabei bist, kannst du es nicht verpassen. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass einfach die letzten Fragen hier unten eintreffen, damit ich auch wirklich weiß, okay, was ist noch wichtig? Vielleicht auch, falls du mir Fragen stellst, was ist dir persönlich wichtig, sodass ich wirklich jedem Einzelnen persönlich am besten weiterhelfen kann, damit wir massiv was bewegen können in dieser Zeit. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Jetzt weißt du, was ich ausgeheckt habe. Ich hoffe, du freust dich und eine letzte Sache, lass mich noch in den Kommentaren wissen, was du davon hältst. Wie findest du die Idee, dass wir dieses Bootcamp abhalten?
Und ja, falls du dabei bist, freue ich mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen. Und unabhängig davon, ob du dabei bist oder nicht, ich wünsche dir alles Gute und eine geile Zeit. Bis dann. Yeah. I like it. Yep, 10 a.m. and I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen, headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49 cents, Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night, we do it right, wake up and do it again.